Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich drehe heute ein kleines FNMA, wo ich euch mal nochmal zeige, wie ich die Pferde fütter. Und dann werden wir auch schon nach Leonberg fahren, auf den Pferdemarkt, was ich ja schon angekündigt habe, beziehungsweise was ihr lesen konntet. Ich fahre natürlich ohne Pferdehänger hin, ich möchte mir kein Pferd kaufen. Aber mich interessiert es unheimlich, wie es dort aussieht, weil jeder immer irgendwas anderes sagt oder schreibt. Gerade in Facebook möchte ich mir einfach mal selber ein Bild davon machen, ob es wirklich so katastrophal ist, wie es immer heißt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da wird und ich werde euch natürlich auch mitnehmen. So, jetzt gehen wir erstmal über und begrüßen die Ponys. Hallo Moritz. Josie wartet schon ungeduldig. Also ich habe jetzt mal alle Pferde separat gestellt, einfach um zu gucken, wie sie sich damit zufrieden geben, weil eigentlich wollte ich nur wissen, wer am meisten in der Box diese Wahrei macht. Und wie man sieht, ich kann mal reingehen. Mopsi, Nase weg. Wie man sieht, Moritz. Josie hat immer, äppelt irgendwie immer außenrum. Und Moritz mitten rein. Lucky war ja klar, sie steht separat, weil sie ja immer wieder gekolikt hat. Und jetzt geht es ihr soweit gut, seit sie separat steht. Josie, habe ich gemerkt, fühlt sich jetzt auch viel wohler. Sie ist viel entspannter. Und ja, jetzt werde ich erstmal füttern. Erst natürlich mal das Futter richten. So, das sind Mineral Briquettes von Hövler. Das sind so Sticks und die werde ich denen geben. Ich muss jetzt mal gucken, ob das so hinhaut mit einer Hand füttern. Weil meistens brauche ich ja zwei.
So. Pferde sind alle schön am Fressen. Lucky ist jetzt ganz rein. Ich werde jetzt meine Reitbeteiligung abholen. Sie wird dann eher filmen, weil sie nicht gefilmt werden möchte. So, dann fahre ich sie jetzt mal holen und dann sehen wir uns nachher wieder. So, wir haben jetzt kurz vor drei und wie ihr jetzt gesehen habt, es war jetzt nichts so Spektakuläres, wie ich dachte. Im Grunde, wie das so war, habe ich mir das schon vorgestellt, nur halt viel, viel größer. Aber es waren nur das, was ich wirklich auf dem Video gezeigt habe und es war also mehr wie eine Kirmes. Alles andere, also Menschenmengen. Da konnte man auch gar nicht richtig filmen, also da hat es echt keinen Spaß gemacht. Das bei den Pferden, das war okay. Die Pferde waren auch alle relativ entspannt, klar, manche haben sich gegenseitig angezickt, aber okay, wo gibt's das nicht? Die Pferde sahen alle vom Zustand gesund aus, das Optische jetzt mal, also keins, was gerippig war oder irgendwelche offensichtlichen Verletzungen aufgewiesen hat. Klar, manche waren schon ein bisschen dünner, aber eher, wo Muskulatur gefehlt hat. Vom Großen und Ganzen war es okay. Und jetzt stehen die Pferde auf der Matschkoppel, dass wir hier mal die Sauerei wegmachen können. Das Misten werde ich jetzt auch nicht filmen. Ob ich dann noch was mit den Pferden mache, weiß ich noch nicht. Da melde ich mich auf jeden Fall gleich nochmal, wenn wir gemistet haben. Was ich jetzt noch vergessen habe, ich habe natürlich noch was gekauft auf dem Markt. Da war natürlich ein Pferdestand, also Pferdezubehörsstand. Und dann zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Ich zeige euch jetzt mal mein Knotenhalfter in der Farbe Rot. Und es hat auch so blau-weiße Verzierungsfarben mit drin, wie auch immer man es nennen möchte. Also rot, passend zur Lucky. So, jetzt haben wir gemistet. Das zeige ich einmal. Das ist zwar noch der Schlamm, der geht nicht weg. Aber es ist sauber Wasser gemacht. Ah, jetzt sieht man die Box. Das schöne Heu weggemacht. Hier sauber. Und hier. Ja, die Sonne scheint. Es ist zwar relativ kalt, aber doch nicht so kalt. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mache, aber vielleicht werde ich Lucky ein bisschen im Runpen laufen lassen, Josie vielleicht ein bisschen longieren, mal schauen. So, ich habe hier das Schmutzi-Pony und das werde ich erstmal putzen und dann gehen wir wahrscheinlich ins Runpen. So, ich bin jetzt mit Lucky auf dem Weg zum Runpen. Schaut mal das Schöne. Oh. Da
schöne rote Knotenhalfter. Ich finde, es sieht so toll aus. Huch, meine Chickens sind ausgebrochen. Hallo Chickens! Chicken, wo willst du hin? Der Round Pen geht nicht auf. Und da ist Chicken Nummer 2. Ja, ah, du stehst wieder auf dem Strick. Ich werde sie jetzt ein paar Runden im Schritt führen. Gar nicht so einfach. Mit einer Hand. Na, und dann noch ein fressendes Pferd, die Mützen aufzumachen. Lucky! Nee! Nee! Nicht fressen! So. Komm! Einmal drehen. Einmal. Und zweimal. Ich werde jetzt mal gucken, wo ich euch am besten absetze. So. Jetzt werde ich Lucky erstmal ein bisschen für Schritt führen. Andere Richtung. Natürlich habe ich jetzt nicht die ganzen 10 Minuten Schritt gezeigt. Schirit. Schirit. Wie man merkt, ist sie sehr motiviert.
Ich werde jetzt Lucky einpacken. Also eine Abschwitzdecke ihr anziehen, weil es doch recht kalt und sie hat ein wenig geschwitzt. Und werde jetzt noch mit ihr auf den Reitplatz gehen und dann mit ihr Schritt laufen. Und das werde ich jetzt nicht mehr filmen. Jetzt muss ich mal gucken wegen der Uhrzeit. Nee, heute reicht es mir nicht mehr für Josie zu machen. Das Füttern habe ich jetzt nicht mehr gefilmt, weil ich habe denen jetzt nur noch das Kraftfutter reingeschmissen, weil ich jetzt doch sehr durchgefroren bin und bin jetzt auch schon auf dem Heimweg. Meine Reitbeteiligung arbeitet noch mit Moritz und dann macht sie auch Feierabend für heute. Das ist halt doof, weil genau da jetzt die Sonne kommt. Ihr seht mich nicht. Das war mit meinem Video und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!